Ladies and Gentlemen, ich grüße euch herzlich. Willkommen zurück zu Crisis Core. In dieser Folge, wie besprochen, werden wir uns ein bisschen um Missionen kümmern. Mal gucken, dass wir 3-4 Materia fusionieren und noch ein oder zwei Gegenstände sammeln durch die abgeschlossenen Missionen. Ich würde sagen, das Erste, was wir machen, ist die Mission... oh Gott, ich glaube M4... M4-3 und hier die zweite. Die Vernichtung der Vorhut machen wir zuerst, weil wir den Stoppimpuls ausrüsten wollen, um alle anderen Missionen ein klein wenig einfacher zu gestalten. Also beginnen wir hiermit. Der Stoppimpuls bewirkt ganz einfach, dass unsere normalen Angriffe die Möglichkeit haben, die Gegner zu stoppen. Also, dass die quasi bewegungslos rumstehen. Hält nicht die ganze Zeit an, ja. Aber auf jeden Fall erstmal lang genug. Und Gegner, die nichts machen, sind gute Gegner. Wieso so eine lange Map? Ah, hier muss man auch manchmal gucken. Hier ist manchmal in der Ecke eine Schatztruhe bei der einen oder anderen Mission. Activating Combat Mode. Hast du denn schönes Zeug? Was für ein Verbrecher bist du denn? Na, lol, für einen Heiltrank! Für einen Heiltrank. Okay, vergesst es, bei denen zu stehen. Wo ist meine zweite Schatz? Da ist sie. Mega. Federkappe. Hallo? Und den Newtons Dobo Impulso. Dann wollen wir direkt mal. Dann machen wir erstmal den Feuerreif für den Moment weg. Für den Stoppimpuls. Ne? Erhöht Angriff, Magie, fügt Angriff und einigen Fertigkeiten Stopp hinzu. Ihr wisst, ich bin krankhaft, dass ich immer die richtige Reihenfolge haben will. Meistergürtel, Diamanthandschuh, Stoppimpuls. Meistergürtel, Diamanthandschuh, Stoppimpuls. Ist alles noch richtig? Wunderbar. Damit haben wir den. Damit sind die Kämpfe schon mal einiges einfacher. Was machen wir als Nächstes fertig? Was habe ich hier auf meinem Zettel? Ich habe mir hier Notizen gemacht, weil bei den ganzen Zahlen, ich bitte euch, Leute, ich kann mir ja auch nicht alles merken. Wir machen die hier fertig. Monster in Midgar. Das ist jetzt einfach, das könntet ihr auch so, aber da wir danach noch was anderes tun können, machen wir die beiden jetzt auch nochmal schnell zusammen. Seht ihr, der ist jetzt gestoppt, der steht einfach still. Nicht für allzu lange, aber es reicht eigentlich bei den meisten Gegnern aus, um die, während die gestoppt sind, direkt zu töten. Klappt nicht immer bei jedem, aber bei vielen normalen Gegnern schon. Und das ist einfach mega, das Item. Das ist einfach mega. Activating Combat Mode. Resolved.
So, dann die letzte aus der Rubrik. Geheimnis der Ödnis. Eisring ist sowas ähnliches wie der Stoppimpuls. Macht handelt anstatt Stopp machen wir Eisschaden. Hat auch plus Angriff Magie. Aber wir wollen keinen Elementangriff. Wir wollen die Gegner stoppen. Stoppen! Seht ihr, die sind ein bisschen härter dagegen offensichtlich. Ein bisschen härter dagegen gerüstet. Wenn wir so weit laufen müssen, dann kann es ja nur ein Heiltrank sein. Ah, Subvita. Na gut. Subvitaga wollen wir irgendwann haben, das ist schon in Ordnung. Activating Combat Mode. Conflict resolved. So, M216, Geheimnis der Ödnis abgeschlossen. Begib dich zum Forscher im Ausstellungsraum. Mit dem haben wir in diesem Kapitel gequatscht und durch den haben wir die Mission auch bekommen. Und jetzt können wir die abgeben und kriegen das nächste Teil für einen unserer Blumenwagen in Kapitel 7. そりゃ会社の都合に振り回されて嫌になることもあるけど。セトラの民、このことを聞いたことはあるか。セトラ、いや初耳。セトラの民、約束の地へ帰る。至上の幸福、星が与えし定めの地。約束の地というのは魔法エネルギーに満ち溢れた 豊かな土地だと言われている。約束の地があれば魔法炉がなくてもエネルギーが使い放題になるというわけだ。セトラはこの夢のような約束の地の場所を知っていると考えられている。なんだそれ、おとぎ話か何かか。<笑>莫大な資金を投資して科学部門はそのおとぎ話を研究してきたんだ。 人道に背く犠牲を払うことも止むなしとしてな。全然見えないんだけど、あんた何の話をしてるんだ。私が言いたいのは一つ、シンラは滅ぶべき存在なんだ。ここにいたんですね。身柄を拘束させてもらいます。なんだなんだ。彼は北条博士の研究施設から実験モンスターを放っていた。 そのモンスターでミッドガルを襲撃するために。はあ？過去科学部門が続けてきた研究は神をも冒涜するようなものばかりだ。償うべき時が来た。それだけのことだ。意味わかんねえよ。償いのためにミッドガルが滅びるのか。我々は最後のセトラ、イファルナ王も犠牲にしたのだ。その代償と思えばミッドガルの一つや二つ、 安いものさ。彼は北条博士に次ぐ科学部門の実力者だった。古くから科学部門に在籍する高名な科学者だったのに、なぜ？
Und das Mithril-Werkzeug. Ja, dass man bei so einer kleinen nebensächlichen Missionshaftigkeit so tiefe Einblicke bekommt in Sachen, die man, ne, über die Cetra und so hört man ja nicht so oft, wie man weiß es dann irgendwann, aber im Original und so, es ist jetzt nicht so, dass in jedem fünften Satz oder so über die Cetra gesprochen wird. Und das ist ja schon ein tiefes Thema. Und dass das hier so nebenbei kommt, das finde ich schon heftig. Lasst mich überlegen, womit es weitergeht. Als nächstes, ich glaube, unbezahlbar. Was habe ich? Das hier. Genau, wir machen jetzt die M7, 3, 4 und 5. Um uns noch mehr zu stärken. Und dann sind wir so stärkemäßig erstmal so, wie was hier jetzt sein können. Dann haben wir unser viertes Accessoire. Das kriegen wir dann auch hier. Ich glaube, dass das hier war. Ich glaube, bei Mission 4 kriegen wir das. Und bei Mission 5 können wir es dann noch zusätzlich ausrüsten. Und nochmal so ein dickes Ding. Activating Combat Mode. Ja, die sind easy zu stoppen auf jeden Fall. Scheiße. Ja, Stufe 21. Ifalna ist... Also, es ist mir unangenehm, wenn es jetzt falsch ist, aber Ifalna ist die Mutter von Elvis. Es ist zwar ein bisschen her, aber ich meine doch ziemlich mir sicher zu sein, dass das Elvis ihre Mutter ist. Und da Elvis natürlich die letzte des alten Volkes ist, war ihre Mutter natürlich auch vom alten Volk. Die vorletzte quasi. Activating Combat Mode. Conflict resolved. Jana. Activating combat mode. Och, Leute, diese verdammten Käfer, ey. Conflict resolved. Jana. Activating combat mode. Ich lauf doch am Rand, Mann. Conflict resolved. Activating combat mode. Direkt der nächste. Nee, wartet. Hier waren wir. Nee, was? Doch. Das haben wir gerade gemacht. Nein, das haben wir... 7-2. Doch, hier muss es gewesen sein. Kostbarkeiten. Hier kriegen wir jetzt das Drachenarmband. Das wollen wir uns dann ausrüsten, wenn wir den... Das ist jetzt schon Missionsstufe 5, ja. Ich hoffe, ihr habt es gesehen. Das heißt, es ist jetzt noch ein bisschen härter. Eigentlich werden wir jetzt ja erst meiner Wünschensreihenfolge nach in der Vierer-Missionshöhe. Aber naja, wir nehmen natürlich trotzdem auch ein paar Dinge mit, auch wenn es Stufe 5 ist. Schaffen müssen wir es natürlich trotzdem. Wer seid ihr denn, böse Gargoyles? Oh ja, die machen Barriere, das ist doof, Alter. Die kriegen so wenig Damage von uns. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ich habe auch nichts Cooles um. Oh, wie lange dauert denn das, Alter? Hack!
Komplett dissolved. Da ist das Drachenarmband dann sehr hilfreich für, wenn wir das bekommen. Das reduziert nämlich Eis, Blitz und Feuerschaden. Ne, um 50%. Wir hatten jetzt ja den Feuerring ausgerüstet, der Feuer halbiert. Mit dem Drachenarmband halbieren wir dann alle drei Elemente. Das soll uns erstmal gute Dienste erweisen, bis wir da andere Dinge irgendwann mal kriegen. Natürlich müssen wir die Mission erstmal schaffen. Die Gargoyles sind mit Sicherheit nicht die angenehmsten Gegner jetzt gerade. Scheiße. Oh nein, scheiße. Ich habe eine Truhe übersehen. Es kommt mir so vor, als wenn ich bei der Mission das letzte Mal auch eine Truhe übersehen habe. Die dürfte eigentlich nicht so weit hinten sein. Hä, bin ich besoffen? Warte, die ist aber nicht hier, oder? Nee. Scheiße! Okay, wie blind war ich? Hä? Ich war doch hier drin, oder nicht? Wie konnte ich denn die nicht gesehen haben? So, jetzt nur noch versuchen, ohne Kampf hier wieder wegzukommen. Nochmal mit, hier, genau. Oh, Leute, das tut mir natürlich schon wieder leid. Meine Blindheit hat uns wieder einen Weg mehr gekostet. Oh, das wird nicht angenehm. Das wird gar nicht angenehm. Fuck. Scheiße. Oh, das ist doch... Es wird heftig. Vielleicht hätte ich den Feuerarmreif hier noch anlassen sollen. Oh Gott, Mann! Ich hätte auch gern mein Limit. Das würde mir schon ein bisschen helfen. Oh, jetzt hat der mich gestoppt. Das darf nicht wahr sein. Achso, wir haben gerade magischen Block. Das ist natürlich sehr schön. Ne, durch unser DBW haben wir magischen Block. Das ist so hier noch 2-3 Sekunden aktiv. Dadurch kriegen wir keinen magischen Schaden. Oh, scheiße. Sehr gut. Der Rest sollte doch machbar sein. Die sind schwach gegen Feuer. Ihr seht's ja, ihr könnt hier gerne da die Barriere machen, aber keine magische Barriere. Ihr könnt hier gerne Magie natürlich mitnehmen. Das macht's euch bei denen dann ein bisschen einfacher. Ja, den kann man leider nicht so gut zurückstoßen. Das war schon... Oh ja, das war schon nicht ganz ohne. Das Drachenarmband. Jetzt müssen wir die nächste 5 aber auch noch schaffen.
Aber vorher, ihr wisst, warum wir hier im Foyer kämpfen, holen wir uns unseren Schutzengel wieder. Gensai. Ja, ja, na klar. Ja, da, danke, danke. Hat mir gute, was ist das? Dienste erwiesen. Also ich sag's nochmal, nehmt für die Mission ruhig Zauber mit Feuer am besten, weil der Dings vom Shocking Feuer ist. Die Gargoyles selber hatten offensichtlich keine Schwäche gegen ein bestimmtes Element. So. Einmal müssen wir es noch schaffen. Makroreaktor Nummer 3 für den Rucksack. Du kannst dich mit bis zu 4 Accessoires ausrüsten. Ja, mega. Da kommt natürlich direkt die Überlegung. Ich muss mir kurz merken, ich sollte das Feuerer wahrscheinlich mitnehmen. Ich habe Subvitra hier drinne. Das merke ich mir, das rüste ich dann gleich wieder aus. Ich nehme jetzt nur kurz einmal das Feuerer mit. Aber dann wieder Subvitra rein. Die Steine ist alles für Materia-Fusion, um Statuswerte zu erhöhen. Mit den Gegenständen bei der Fusion werden wir uns jetzt noch nicht beschäftigen. Das machen wir dann noch später. Rarara. Nein. Welch Hinterhalt. Ein abknickender Weg ohne Geschenke. Ja, zumindest kein Dingsbumsen. So, bevor die Barriere machen, versuchen. Ja, gut, jetzt haben sie die Barriere. Der hält jetzt ja auch ganz schön was aus. Seht ihr, das ist doch viel angenehmer. Das ist doch viel angenehmer. MP frei auch noch, das ist ja noch schöner. Complete resolved. Rucksack. So einfach kann es sein. Also, nehmt Feuer mit. Dann ist die Mission besser zu schaffen. So, die andere will ich dann gar nicht machen. So, Feuerer Subvitra. Und das Drachenarmband. Das Drachenarmband über den Stoppimpuls erhöht. MP, Vitalität und Wille halbiert Schaden durch Feuer, Eis und Blitzangriffe. Da, steigert ordentlich die magische Verteidigungskraft. Über den Stoppimpuls. Bla, bla. Sehr schön. Sehr schön, das wäre das. Dann gehen wir kurz in die Materia-Fusion, nur ein paar Sachen soweit vorbereiten. Ich würde dann doch gerne das Vita und das Vita, damit wir das Vita schon mal haben, Wille plus 4. Wenn wir das jetzt auch auf plus 3 machen, dann geht es auf plus 5 wahrscheinlich, aber wegen dem einen Punkt wollen wir jetzt mal nicht so sein. Ja, fertig. Was habe ich mir hier aufgeschrieben? Ich habe durchgeguckt, welche Sachen jetzt schon in Ordnung sind, welche ich nicht machen will. Ich will das Meisterfeuer, was wir sowieso niemals benutzen werden, und das Feuerer. Bei beiden Feuerer kriegen wir Magie plus 5. Mit dem zu fusionieren wäre also schlechter, weil dann kriegen wir ein Feuerer auf Stufe 2 mit Magie plus 5 und hier kriegen wir eins auf Stufe 1 mit Magie plus 5, was auf Stufe 2 dann wahrscheinlich schon Magie plus 6 haben wird. Ich weiß es nicht hundertprozentig, aber es ist einfach, ne, macht's mit dem Schwächeren, ist cooler. Mhm, ja. Das können wir dann auch irgendwann mal leveln. Dann wollte ich Eis und Eis. Warum will ich Eis und Eis? Weil wir kriegen ein gemeistertes Eis daraus mit Magie plus 3, was logischerweise besser ist als das gemeisterte Eis, was wir haben mit Magie plus 2. Immer die Statuswerte ein wenig langsam, aber sicher erhöhen. Dasselbe will ich nochmal machen, bitte. Eis und Eis.
Außerdem ist es schön, wenn von der alten Materie mal was wegkommt, dass man hier nicht 1000 Millionen Dinger drin hat. Dann einmal bitte plus Stille. Stille, Stille, denn da kriegen wir das Dunkeleisra. Ne, es gibt Dunkelfeuer, Eis und Blitz und das ist dann halt verursacht zusätzlich Gift, Stumm. Ah ja, Quatsch, ja. Das Dunkel verursacht zusätzlich Gift und Stumm. Bei Feuer, Blitz, Eis ist das gleich. Wir wollen später aber mal die Höllenvariante haben. Das heißt Höllen, Eisgar, Höllenfeuger. Das macht Gift, Stumm, Tod und noch irgendwas. Und Stopp, genau. Und deswegen fangen wir hier an, langsam die Dinger hochzuprügeln. Wir holen uns das Dunkeleisra, Magie plus 5 ebenfalls, wie das Feuerer. Dann wollen wir natürlich auch bei Blitz nochmal weitermachen. Einmal Master Blitz und ein Blitz. Und dann einmal den Meister Blitz und ein Blitzra, damit wir Blitzra mit Magie plus 5 bekommen, was wir dann auch irgendwann mal leveln können, wenn wir wieder Plätze frei haben. Und den letzten, den ich dann noch machen will. Gravitas. Und der Magieboost. Damit kriegen wir dann Graviga. Das reduziert die gegnerische TP um 50% und dadurch, durch den Magieboost, der die plus 9 Magie hat, haben wir halt Magie plus 10 auf Graviga. Magie plus 10 ist ja schon gar nicht mal so scheiße. So, damit sind wir erstmal zufrieden. Das war's mit der heutigen Materia-Fusion. Wir haben das Drachenarmband Shop Impuls ausgerüstet. Die Sachen hier, die laufen erstmal noch, das ist klar. Dann als nächstes. Als nächstes. Auf der Jagd nach Suche. Machen wir Suche nach Gegenständen fertig. Damit kriegen wir dann das letzte Teil für den Blumenwagen. Für den zweiten Blumenwagen. Warte, ist das das Richtige? Doch, das ist das Richtige, ne? Wir werden es gleich sehen. Warte, ja, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 1, 5. Ach nee, das hier ist was anderes. Gut, das hier ist aber auch wichtig. Die 6, 1, 5, die wollte ich sowieso mit euch machen, deswegen passt das schon. Hier müssen wir einen Spezialgegner töten, wie damals mit dem Kaktor, den wir extra töten mussten, damit wir die Kaktor-Missionsreihe kriegen. Wollen wir hier die Tomberry-Missionsreihe kriegen. Und da gehen wir einmal rechts den Weg ab. Und da steht er schon, bereit geschlachtet zu werden. Tomberry! Ein Attacker Makunita. Du bist so nett zu mir. Ja! Konflikt resolved. So, dadurch kriegen wir dann die neue Mission, wenn wir hier fertig sind. Activating combat mode. Hallo. So, M1021 gab es dafür. Das war jetzt aber doch nicht das, was ich gerade dachte, was es ist. 716, haben wir das schon gemacht? Ach so, Wiederbeschaffungsmission war das. Genau, Wiederbeschaffungsmission, die machen wir jetzt erst fertig. Die M7er, M71er. Das ist das mit dem Soldaten, mit dem wir mal gequatscht haben. In Kapitel 3 wird das wohl gewesen sein. Der Angst hat, seine Mission zu machen, weil er zu schwach ist. Und für den wir das machen. Wie auch immer, wie ihm damit helfen. Activating Combat Mode. Resolved.
Activating combat mode. Conflict resolved. Also, da ist ja nichts mehr, alle Truhen gesammelt. Activating combat mode. すみません、ザックス殿。いつもながらあっぱれでござる。今回の任務は残念だったな。まあそういうこともあるさ。実戦経験が少ないのが響いてしまった。戦場では机上の計算通りにはいかないものさ。落ち込んでると思ってたけど、大丈夫みたいだな。ザックス殿、しかと見届けるがいい。成長した我が輩の力を。おう。では失敬。はあ。Hört sich jetzt schon ein bisschen hochnäsig an. Aber können tut er immer noch nichts. So, und 716 noch, dann sind wir mit dem Typen fertig. Wieder vier Schätze. Jesus Maria. Ach, die Jutenräume. Activating combat mode. Oh Mann, lasst es doch mit eurer Barriere bleiben. Conflict resolved. Activating combat mode. Oh Gott, die Alter, wie viel Schaden machen denn die Raketen? Das ist ja ein Ding. Okay, muss ich langsam ein bisschen aufpassen, ey. Activating combat mode. Den hatten wir schon.
So, da werden wir doch jetzt kurz unsterblich. Da werden wir doch kurz unsterblich. Das war jetzt richtig schlecht. Oh Gott, war das schlecht. Ich hätte gern, wir haben Cisne gerade bekommen. Jetzt hätte ich die anwerfen können. Dann hätten wir jetzt für die nächsten Kämpfe und so auch erstmal noch diesen stellaren Boost gehabt, um mehr DBW zu bekommen. Oh Gott. M716, zweiter stellvertretender Einsatz abgeschlossen. Begib dich zum Rang 3 Soldat im Besprechungsraum. TP-Boost fertig, ja, nice. Also, verbinden. Oder den nächsten. Verbinden oder nicht oder doch? Ich würde sagen, verbinden. Materia Fusion. TP-Boost. 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 Wieso ist der andere 100? Achso, wahrscheinlich hatte ich den zu. Nee. Der kommt auch auf mehr als plus 100 im Gegensatz zu dem anderen. Egal. Ja, machen. Danke. Ist automatisch ausgerüstet, weil wir einen von den beiden Materia, die wir gerade fusioniert haben, ausgerüstet hatten. Deswegen wird die neue entstandene daraus automatisch in den Slot gesetzt. Soldatetage. やっぱり僕じゃダメみたいですね。どうしたんで？ザックさんにいろいろ教えてもらっても結局僕は失敗してばっかりです。やっぱりソルジャーとしての才能がないんですね。おいおい、この間までの強気はどこに行ったんだよ。もうソルジャー辞めて実家に帰ります。 ソルジャーを辞めるそうだな。はい、ご迷惑かけました。ソルジャーにとって何が一番大切か分かったか？結局分かりませんでした。でも今日まで頑張れた理由は分かります。いつかザックスさんのような立派なソルジャーになりたい、そう夢見てたから頑張れた気がします。<笑>俺も新米の頃先輩に言われたものだ。 夢を持てとな。夢を？先輩もザックスのように俺の任務を手伝ってくれたものさ。ちょっと待ってくれ。その先輩って。ソルジャーにとって一番大切なこと。それは夢を持つことだと先輩に教わったよ。夢を持つことか。 Und die Rennreifen. Damit haben wir jetzt für Kapitel 7 das soweit schon mal abgeschlossen. Wir haben hier die Schienenradteile für einen Blumenwagen und wir haben hier ja, die Premium-Sachen, sage ich mal, für einen Blumenwagen. Da ist noch der Rucksack schön, die Tasche hier im Mondhafen noch sauber. Damit haben wir die Sachen soweit fertig. Jetzt muss ich kurz gucken, gab es noch eine Mission, die ich noch machen wollte mit euch? 716 habe ich mit euch gemacht. 615 habe ich mit euch gemacht. 432, ja, da haben wir uns den Stoppimpuls geholt. Die 21er-Reihe habe ich mit euch gemacht. 724, das habe ich mit euch gemacht. Das war der Rucksack, ist klar. 846. 846? Was gab es denn bei 846? Oder war das nur, weil das noch so eine Yuffie-Mission sind? Okay, wir machen die beiden Missionen hier noch. Dann soll es das gewesen sein. Wartet, ich habe jetzt keinen Schutzengel mehr. Also gehen wir doch wieder runter.
Achso, ich glaube, weil wir da auch eine neue Missionsreihe dann freischalten. Dadadam, ins Foyer. Ja, das tut mir leid, dass ich zweimal in diesem Kapitel von dir trinken musste. Naja, nicht von dir, aber von deinem Getränk. Lalala. Die Jute Yuffie, oh nee, ist das so eine... Oh, danke. Ich dachte, es ist schon wieder so eine riesen Chocobo-Farben-Map, wo man so viel rumlaufen muss. Okay, hier geht's offensichtlich erstmal nach hinten. Activating Combat Mode. Ihr Lappen, ich stoppe euch! Conflict resolved. Osha! Die Elixiere, die werden uns auch noch gute Dienste erweisen. Die Elixier ist schon sehr gut, wirklich. Wo ich sonst immer nichts von Items halte, außer dass ich sie besitzen will, um sie zu besitzen, sind die Elixiere hier, die werden uns noch mal mehrfach. Man kann sie benutzen, ja, das ist Shay. Aber auch für die Materia-Fusion werden sie uns noch sehr hilfreich sein. So, sehr schön, da sehen wir sie doch alle. Das Armband des Berg-Chocobos. Und ein Feuger. Das geht ja schon richtig ab. Dabei ist das nur eine 4-Sterne-Mission. Benehmt euch bitte. Au. コンプリートリゾルト。よし、モンスターは全部倒したみたいだな。あのガキ。 泣かせたから悪いと思って付き合ってやりゃいい気になりやがって。今度会ったらただじゃおかねえぞ。 Achso, ja, erstmal wieder eine E-Mail bekommen von ihr. Was sollten die Fotos, Igitt? Die sind ja verrückt. Ob es bei Shinra Sitte ist, Schatztruhen mit Schrott zu füllen? Es reicht. An Shinra werde ich mich eines Tages noch rächen. Ach so, übrigens. In einer Unterwassergrotte soll ein Schatz der Shinra-Forschungsabteilung versteckt sein. Den werde ich natürlich einsacken. Wenn dir das gegen den Strich geht, dann schnapp ihn dir doch selbst. Ich fordere dich hiermit zum Duell heraus. Der Gewinner kriegt alles. Los geht's. Herausforderung akzeptiert. Was für 8 war das? 8, 4, Nummer 6. Ach, das war auch eine... Ach so, nee, weil es die Schwarzkunst da gab. Und die Schwarzkunst ist schon was Geiles. Die ist schon stark. Na gut, dann will ich nochmal speichern. Die 5er waren jetzt ja nicht so einfach. Haben wir 2 Level geschafft. Haben wir echt 2 Level in der Folge geschafft. Die Schwarzkunst. Ist schon ein mächtiges kleines Stück Magie. Ist die Map groß? Oh ja, es geht. Es geht. Gibt schlimmere. So, da ist der Boss. Dann geht's hier lang. Combat Mode.
Conflict resolved. Osha! So, mein Digga. Activating combat mode. Ich glaube, von dem solltet ihr euch nicht treffen lassen. Der hat automatisch Barriere. Ist das Barriere? Ja, ich glaube schon. Naja. Der ist langsam. Der ist genauso einfach wie hier die ersten Bosse, die in Wutai waren. Diese großen Soldatjäger, wenn die Gegner langsam sind, dann kann einem da eigentlich kaum was passieren. Viermal Allheilmittel. Nice. Ups, das wollte ich. Ich wollte Gift machen. Oh, das geht. よし、モンスターは全部倒したみたいだな。お宝、お宝。お、あった。 悲劇の戦火くぐり抜け。2つ踏み荒らされた故郷を3つ見事によみがえらせる。お宝ハンター、ここに水産。やっと出てきたね。ウータイ最強の忍者ユフィキサラギ。お前危ないからこういうことやめろよな。 相手が俺じゃなきゃ今頃どうなってるかわかんないぞ。うるさい。ウータイ復興のためあんたのお宝全部いただくよ。覚悟。なあ、お宝奪うのはいいがもうちょっと方法考えた方がいいぞ。俺の持ち物奪おうなんて10年早いよ。お宝ゲット。 なあ、盗むならなんかもっとこう方法を考えろよな。ああ、しまった。また泣かせちまった。仕方ない。また遊んでやるか。で、あいつはなんで俺のメアド知ってんだ。 So, eine neue Mail von Anonym. Mal ganz unter uns. Meinen Namen kann ich hier nicht verraten, dafür aber eine ziemlich heiße Info. Irgendwo in der Ebene soll ein geheimer Gegenstand versteckt sein. Wenn dieser in die falschen Hände gerät, kann Shinra einpacken. Du solltest ihn lieber suchen, ehe es zu spät ist. Ja, danke. So, ich würde sagen, an dieser Stelle sind wir soweit durch. Ihr kriegt natürlich wieder die Hausaufgabe. Ihr macht bitte alle Sternchen 4 Missionen. Sowas wie das hier ist noch die davor natürlich auch, die Dreier, Einer und Zweier, die eventuell neu dazugekommen sind. Was ihr bitte auf keinen Fall macht, macht nicht die hier. Hey, ihr könnt 1 und 2 machen, aber macht nicht die, wo man den Turmberry bekommt. Grundsätzlich, es ist ja jedem selbst überlassen, will man hart auf den Mogri gehen oder ist einem das egal und man nimmt Ifrit und Bahamut und Turmberry und so noch mit, weil man es halt nicht so sehr auf den Mogri anlegt. Aber macht nicht die Mission, weil hier müssen wir noch abseits von dem Turmberry, den man hier bekommt, noch was machen, weil hier gibt es zwei DBWs, die man bekommt. Für den einen muss man aber spezielle Dinge ausgerüstet haben und tun. Deswegen macht nicht die hier, nicht M10-2-3. Macht gerne 1 und 2. Persönlich
sage ich euch auch, holt euch nicht den Kaktor, holt euch nicht Ifrit, holt euch nicht Bahamut, ansonsten macht die ganzen 1, 2, 3, 4 Sterne Missionen, die eventuell neu dazugekommen sind. Ja, das ist das, was ihr nicht machen sollt, genau, Makonite, das ist fertig. Das hier ist das, was wir jetzt gerade bekommen haben, durch die anonyme E-Mail, dadurch, dass wir Yuffies Sachen fertig gemacht haben. Das hier ist aber eine 5er, also die müsst ihr nicht machen. Ja, hier auch nicht, ist auch 5er. Die hier könnt ihr noch fertig machen, die letzte Midgars städtische Entwicklung. Die sind besonders wichtig, die städtische Entwicklung. Da kriegt ihr einige neue Shops. Aber jetzt natürlich hätte ich das auch noch mit euch machen sollen. Da gibt es auch E-Mails. Na gut, ich kann die E-Mails auch einfach nicht lesen. Die lesen wir dann beim nächsten Mal zusammen. Ist in Ordnung, aber macht die alle durch. Also ne, macht alle 1, 2, 3, 4 Sterne-Missionen. Außer Ifrit, Bahamut, Kaktor, Tomberry. Und dann werden wir uns in der nächsten Folge wiedersehen. Ich denke, ich werde auch noch mal eine halbe Stunde oder so AFK-Farming betreiben, was ich euch gezeigt habe. Mission 1111111, einfach nur hinstellen und gucken, dass ein paar Materia steigen. Ansonsten werden wir uns nächstes Mal in Sektor 8 wiedersehen. Da werden wir dann mit der Story weitermachen. Und bis dahin bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht es gut, haut euch wieder aufs Ohr und ciao, ciao.